Hallo, die Pfanne wieder hier. Und ich befinde mich gerade auf dem Sturm auf eine Station. Wir sammeln uns gerade, um dann diese Station hier vorne zu stürmen. Sieht bisher ganz gut aus. Wir haben einen Vorposten errichtet und sind mannmäßig gut aufgestellt. Ich bin aktuell wieder als Heavy Trooper mit meinem Raketenwerfer unterwegs. Und hier ist unsere Aufgabe, einerseits die Schutzschilde, hier zum Beispiel blinkt eine, zu zerstören, damit Fahrzeuge in den Gebäudekomplex eintreten können. Und außerdem den Gebäudekomplex komplett übernehmen, indem wir die Gegner ausschalten. Während ich hier so ein wenig auf dem Weg in die Schlacht bin, kann ich euch hier ein wenig über die Balance bisher erzählen. Die Balance sieht bisher relativ brauchbar aus, nur gibt es vermehrt Stimmen, sowohl im Forum als auch im Spiel, die sich über die Macht von Fluggeräten, von Flugzeugen und von Hubschraubern und Mix aus diesem beschweren, dass diese zu stark sind. Dies kann ich zum Teil bestätigen, weil die Flugzeuge können mit Raketenwerfern ausgestattet werden, wo sie in hoher Frequenz sehr viele Raketen verschießen können und somit sehr schnell große Ansammlungen von Infanterie vernichten können. Hier muss unbedingt noch ein wenig an der Balance geschraubt werden, damit diese nicht übermächtig werden, was sie eigentlich ja schon sind. Und außerdem ein weiteres Balance-Problem, was besteht, ist die Bewaffnung von der NC, von meiner Fraktion hier, ist im Vergleich zu den anderen Bewaffnungen, vor allem im Close Combat, das heißt im Gebäudekampf, relativ schwach aufgrund ihrer geringen Feuerfrequenz. Daher heißt es wirklich damit, wenn nicht jeder Schuss sitzt, ist es schon fast ein Todesurteil mit den NC. Jetzt wird's kritisch. Generator zerstört. Sehr schön. Und auf jeden Fall ein großes Problem ist auch noch, vor allem in offener Fläche sind Infanteristen zu verwundbar im Allgemeinen. Du kannst Infanteristen mit Tanks, mit Panzern oder mit Flugzeugen relativ einfach niedermähen, ohne dass die großartig Versteckmöglichkeiten haben. Nein, ich lasse mich da jetzt nicht wiederbeleben, weil dann wäre ich direkt im Getümmel bei den Gegnern. Macht keinen Sinn. Wäre Selbstmord. Wichtig ist hier natürlich jetzt auch noch, unser Vorposten muss erhalten bleiben. Er wird gerade schwer beschossen. Und hier war ein gutes Beispiel von dieser gnadenlosen Überlegenheit von Flugzeugen, die mit wenigen Schüssen sehr viele Infanteristen vernichten können. Und es gibt keine ausreichende Kontermöglichkeit. Es gibt ein paar wenige Kontermöglichkeiten, die man einsetzen kann, wenn man nicht bereit ist, Geld zu investieren. Das wäre hier zum Beispiel, indem ich in meine Max-Einheit schlüpfe, weil damit habe ich eine Anti-Air-Waffe. Aber das müssten dann jetzt schon drei oder vier Mannschaftsmitglieder machen, damit man eine wirkliche Chance hat, um einen Angriff aus der Luft wirklich abzuwehren. Weil alleine verursacht man zu wenig Schaden.
Wenn man will, kann man sich natürlich noch eine weitere Flakwaffe kaufen an den anderen Arm, wo ich hier meine Schrotflinte habe. Aber ist man wirklich bereit, umrechnungsweise 4 bis 5 Euro nur für eine Flakwaffe zu zahlen? Ich würde sagen, nein. Ich würde im Allgemeinen sagen, aktuell wäre ich sehr vorsichtig, Geld ins Spiel zu investieren, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unzureichend. Ah, den habe ich jetzt ausgezeichnet. Warum ist es unzureichend? Naja, zum Vergleich. Für den Gegenwert von 5 bis 6 Euro schaltet ihr eine Waffe frei. Diese eine Waffe, die ihr freischaltet, gilt nur für den einen Charakter, den ihr auf dem einen Server habt. Das heißt, er wird nicht komplett für euren kompletten Account freigeschaltet, nein, sondern nur für diese eine Einheit. Und wenn man sich nicht wirklich beschließt, auf einen einzigen Server bei einer einzigen Gruppe, dann würde ich sagen, lasst die Finger davon. Das Einzige, wo ihr vielleicht Geld investieren könnt und im Allgemeinen Vorteile habt, das sind die Boost-Pakete, mit denen ihr dann über eine bestimmte Zeit mehr Erfahrungspunkte erhaltet oder aber auch mehr CT-Punkte, die ihr zum Freischalten braucht. Halt im Allgemeinen, normale Booster-Packs können sich lohnen, aber diese sind im Vergleich auch relativ teuer. Ihr habt auch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Mit diesem Abo erhaltet ihr allgemeine Boosts. Die können für den einen oder anderen durchaus sinnvoll sein. Für mich, der nicht weiß, ob er das Spiel noch in einem Monat spielt, bin ich nicht bereit, in Monatsabos zu investieren. Micropayments schließe ich aus Prinzip nie aus. Aber der Gegenwert muss stimmen. Und aktuell stimmt der Gegenwert hier absolut nicht. Was natürlich sehr schade ist. Und ihr könnt mit dem Geld wirklich effektive Anti-Air-Waffen, also gegen Flugzeuge, kaufen. Aber ihr müsst dafür leider Geld investieren oder sehr viele Punkte, damit ihr diese ohne Investition freischalten könnt. Und so eine Waffe kann dann schon mal im Durchschnitt 20 bis 30 Stunden dauern. Und wollt ihr wirklich für eine Waffe zum Freischalten 20 bis 30 Stunden spielen? Und hinterher stellt sich vielleicht sogar raus, dass die Waffe Schrott war, mit der ihr gar nichts anfangen könnt? Ich hoffe, hier unternimmt auf jeden Fall der Entwickler noch was, um hier ein wenig Balance reinzubringen und auch ein wenig mehr Fairness, weil das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Macht immer noch sehr viel Spaß. Aber wenn man in die Foren schaut, die Foren quillen mit Problemen über. Das Spiel ist jetzt einen guten Monat draußen und die Foren haben zum Teil über 100.000 Beiträge. Und kaum einer dieser Beiträge oder Themen beziehen sich auf positive Sachverhalte, sondern nur auf Probleme, die wirklich bestehen, die ich zum großen Teil selber gesehen habe. Ein großer Teil besteht darin, dass die NC-Bewaffnung kritisiert wird als zu schwach im Vergleich zu den anderen. Es hat die höchste Durchschlagskraft, aber alle anderen Werte sind minderwertig. Und außerdem wird auch die gnadenlose Überlegenheit von den Lufteinheiten oft sehr stark kritisiert, was ich auch bestätigen kann. Aber ich gebe dem Spiel noch ein paar Monate, werde ab und zu reinschauen. Aktuell spiele ich es noch relativ regelmäßig, das nimmt natürlich ab, vor allem ist ja in ein paar Wochen, was rede ich, ein paar Wochen, ist ja ungefähr eine Woche, Weihnachten und damit Steam Winter Sale. Und da kann man dann wieder hübsch zuschlagen für Schnäppchen auf dem Rechner. Was ich natürlich tun werde, weil alle anderen Seiten wie Good Old Games oder Gamersgate oder Green Man Gaming ziehen in dem Fall natürlich immer mit den Preisen nach. Auch auf Amazon gibt es dann wieder sehr viele Schnäppchen.
und hier kann man sich dann wieder ein wenig eindecken. Dann besteht aktuell dann vielleicht kein so großer Bedarf an Free-to-Play. Aber okay, wir müssen uns wieder ein wenig auf den Kampf konzentrieren. Und auch hier macht sich eine Schwäche dieser Anti-Air-Bewaffnung bemerkbar. Und zwar diese Anti-Air-Bewaffnung, die Anti-Air-Gun, die Flak-Gun, die ich habe, ist gegen nichts anderes als Flugzeuge zu gebrauchen. Weil sie ist auf Entfernung, vor allem auf Bodenziele, sehr unpräzise und verursacht sowohl bei Infanterie als auch bei Fahrzeugen nur sehr geringen Schaden. Somit müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich effektiv mitkämpfen will, kann ich ja zum Glück gegen Infanterie wegen meiner Schrotflinte, aber wenn ich gegen Fahrzeuge mitkämpfen will, müsste ich jetzt schauen, dass ich meine Bewaffnung ändere. Und jetzt bräuchte ich irgendwas gegen Fahrzeuge. Aber immerhin kann ich die gegnerischen Hüllen ein bisschen ankratzen und so die Fahrzeuge vielleicht außer Konzept bringen, wer weiß. Aber wie man hier sieht, äußerst uneffektiv, weil auch sehr ungenau auf mittlere Entfernungen. So, der Panzer ist hinüber und ich kann reinstürmen. Und bin natürlich relativ stark. Aber gegen größere Beschuss ist es natürlich auch schwer, damit ich überleben kann. Jetzt sieht es schlecht für mich aus. Ich glaube, ich gehe raus. Jupp, das war's mit meiner Max-Einheit. Jetzt werde ich mal einsteigen als normaler Infanterist, damit es hier vorwärts geht. Unser Sunderer. Wir haben insgesamt 5 Sunderer platziert rund um den Gebäudekomplex. Es gibt uns natürlich enorme Vorteile. Ich steige als Ingenieur ein. Macht mir aktuell fast am meisten Spaß. Und man hat nie Probleme, weil einem nie die Munition ausgeht. Weil man jederzeit Munitionspäckchen werfen kann. Die gegnerische Lufthoheit ist so gut wie durchbrochen. Es fliegen nur noch ein paar gegnerische Flugzeuge rum. Und wir können uns auf den Sturm des Gebäudekomplexes konzentrieren. Außerdem habe ich natürlich als Ingenieur wie immer auch die Vorteile, dass ich auch die anderen Max-Einheiten reparieren kann, die uns hier und da in Nahkämpfen dank ihrer Schrotflinten enorme Vorteile verschaffen. Und natürlich, hier sieht man auch, ich kann auch wieder die hübschen Geschütztürme errichten, die sich vor allem hier auch sehr bezahlt machen. Okay, dann wollen wir mal. Den fliegen wir mal schnell zusammen. Generator in Gefahr. Generator in Gefahr. Jetzt scheppert's gut. Das ist genial. Granate. Versteckt sich doch eine in der Ecke. Hier hinten spawnen aktuell die Gegner, aber wenn ich an der ihrer Stelle wäre, ich würde nicht da hinten spawnen, weil der Platz ist aktuell gnadenlos und der Beschuss, und hier zu spawnen ist eigentlich ein Todesurteil für die Gegner. Daher das Sinnvollste, was die jetzt machen könnten in dieser Situation, ist sich in einer nahegelegenen Basis einen Sunderer schnappen, einen eigenen Außenposten errichten
und mit diesem Außenposten dann wieder schauen, dass sie uns bestürmen können, uns flanken können und vor allem könnten sie uns unter Druck setzen, wenn sie wieder die Lufthoheit bekommen würden. So, dich fliegen wir schnell zusammen. SKI in Gefahr. Aktuell muss ich auch sagen, ein anderes Balance-Problem ist auch, es ist relativ unbefriedigend, Support zu spielen, aus dem Grund, weil man hat aufgrund seiner Beschäftigungen wie heilen oder reparieren keine Möglichkeiten, die ganze Zeit den Gegner anzugreifen. Dadurch gehen einen einige Erfahrungspunkte durch den Lappen. Und die Erfahrungspunkte, die man durch Heilen oder durch Reparieren bekommt, sind sehr niedrig. So muss ich zum Beispiel 25 Personen mit Munition versorgen, damit ich einen Punkt erhalte, während ich schon von 2 Kills einen Punkt erhalte. Somit, wenn man die Relation sieht, ist sehr unverhältnismäßig. Okay, das ist sehr gewagt, was der macht. Den repariere ich nur, sofern er da bleibt. Will er nicht. SKE zerstört. Mhm. Wie man sieht, ich bekomme 6 XP für die Reparatur von einem Strich. Wenn man das hochrechnet, dann sind das über 25 Reparatureinheiten, sind fast 2 Tanks, bis ich einen Punkt erhalte. Sehr unverhältnismäßig. Das gerade eben, natürlich dieser Teamkill, war keine Absicht. Leider wollte ich den Gegner hinter ihm treffen. Ja, da war wohl nichts. Sowas sollte man natürlich immer vermeiden. In dem Fall war ich ein schlechtes Vorbild. So, die Max-Einheit wurde ein wenig repariert. Oft ist noch das Erfahrungsbringendste überhaupt, Max-Einheiten zu reparieren. Was wir hier jetzt machen, das ist Spawn-Camping, ist einer der großen Probleme im Spiel, aber wenn wir den Punkt halten wollen, müssen wir das fast machen. Aber der Gegner kann es natürlich verhindern, indem er nicht mehr in diesem Gebäude spawnt, was ihm aktuell gehört, sondern indem er in einem anderen Gebäude spawnt, außerhalb der Basis. Weil wie man hier sieht, macht es keinen Sinn für den Gegner, sich hier aufzuhalten, weil er keinen Schritt außerhalb setzen kann, ohne dass er sterben wird. Ein anderes Problem im Spiel ist auch noch, zum Teil dauert es ewig, bis Punkte übernommen werden. Und man kann auch alleine größere Basen übernehmen, wenn sich kein Gegner darin befindet. Hier muss unbedingt gedreht werden, dass bestimmte Punkte nur von mehreren Spielern auf einmal eingenommen werden können. Weil sonst hat man hier und da einen Haufen Einzelgänger, die dann einzelne Basen zwar erobern, aber wenn dann der Gegner anrückt mit einigen Einheiten, diese dann nicht verteidigen kann. Und die Belohnungen, die man für eine Basis bekommt, wenn man diese erobert hat, muss auch neu geregelt werden. Weil für die Verteidigung einer Basis erhält man kaum Punkte, während man für die Eroberung relativ viele Erfahrungspunkte erhält.
So, die Basis gehört gleich uns. Und alle machen sich schon bereit zum Sturm. Ich gebe denen die Rückendeckung. Und los geht's. Alles stürmt rein, Wahnsinn. Und hier drin beginnt jetzt das große Massaker, weil viele Verteidiger nicht verstehen, dass es öfters mal sinnvoll ist, sich aus einer Basis zurückzuziehen, sich außerhalb neu zu gruppieren, um dann einen neuen Push zu versuchen. Viele versuchen dann einfach mit Masse entgegenzurennen, aber das endet meistens in einem Fiasko. Okay, und dann muss ich jetzt mal schauen, wo es weitergeht. Aktuell sieht es hier für uns ganz gut aus, aber wenn man die anderen Kontinente ansieht, hier sind wir relativ schwach aufgestellt. Okay, hier dominieren wir. So, ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwo ein Fahrzeug bekomme, das mich ins nächste Schlachtfeld bringt. Weil die langen Wege sind oft nicht sehr unterhaltsam zu fahren. Ha, okay. So, wir gehen jetzt direkt zu einem Außenposten, der sich der Gegner gesichert hat. Und wenn er schlau gewesen ist, hätte er sich hier verschanzt. Aber aktuell sieht es nicht so aus, dass sich allzu viele Gegner verschanzt haben. Aber mal abwarten. Der Außenposten gehört noch nicht uns. Außenposten erobern zu können, müsst ihr dieses Zeichen erobern, dieser Pfeil nach oben. Okay, der Gegner hat sich hier gut verschanzt. Ich bin drin und dann erobern wir diesen Punkt mal. Das geht relativ schnell, solche Außenposten zu erobern, aber auch wieder sehr schnell sie zu verlieren. So wie es aussieht, gehört dieser Außenposten jetzt uns. Wir werden dann weiter vorstoßen, weil ich hier jetzt gerade in einer relativ großen Gruppe von freundlichen Einheiten bin. Damit sage ich, ich war die Pfanne. Das war Impressionen vom Schlachtfeld Teil 3. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.